Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Zunächst sehr herzlichen Dank an die Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Eigentümer der Otterkringer Brauerei für die Möglichkeit, dass wir hier sein können und vor allem Ihnen auch in der Praxis eine der inzwischen über 900 betrieblichen Teststraßen dann auch vorführen und zeigen können. Ich meine, seit fast einem Jahr hat uns jetzt diese Covid-19-Pandemie leider fest im Griff, nicht nur in Österreich, sondern eigentlich auf der ganzen Welt. Wir begegnen dieser Gesundheitskrise bisher mit den herkömmlichen Mitteln, einerseits bei jedem persönlich von Abstand halten, Masken tragen, Desinfektion und so weiter. Das wirkt alles und ist wichtig, dass die Menschen das auch weiterhin tun. Auf der anderen Seite hat das nicht gereicht und man sah sich in der Vergangenheit genötigt, mehrere sehr, sehr harte Lockdowns zu machen, vor allem was die Wirtschaft betrifft, aber auch das sonstige gesellschaftliche Leben. Das ist für die Menschen sehr, sehr schmerzhaft und es ist mindestens so schmerzhaft auch für die österreichische Wirtschaft. Ich meine, in den harten Zeiten des Lockdowns letztes Jahr, März, April, haben wir wöchentlich zwischen 1,3 und 2 Milliarden Euro pro Woche eben an Wirtschaftsleistung verloren. Es sind jetzt bei etwas leichterem Lockdown immer noch circa 1 Milliarde pro Woche. Das sind neben den Einschränkungen und auch den psychischen Belastungen für viele Menschen sind das natürlich wirtschaftliche Belastungen, die wir auf Dauer nicht verkraften können. Und bis wir mit der Impfung soweit sind bei uns im Land, und das wird sicher noch viele Monate dauern, bis die Durchimpfung erfolgt ist, flächendeckend, gibt es ein Instrument und das ist Testen, Testen, Testen. Und das funktioniert und wirkt natürlich am besten, wenn es möglichst flächendeckend und regelmäßig stattfindet. A, um dem Einzelnen Sicherheit zu geben und Gewissheit zu geben, aber natürlich vor allem, um mit jedem Test und jeder Testserie möglichst viele Infizierte aus der Menge herausziehen zu können und durch Isolation auch daran zu hindern, andere anzustecken. Das ist ein wesentliches Mittel, um solche Infektionswellen brechen zu können. Und zum Zweiten hilft es natürlich auch, wenn das Ganze jetzt verbunden ist damit, dass wenn man sich testen lässt, auch Eintritt zu bekommen in verschiedenste Einrichtungen, jetzt einmal beim Friseur oder bei den körpernahen sonstigen Dienstleistern oder im Handel und pro futuro sicher auch bei anderen Einrichtungen, Kultur oder Gastronomie beispielsweise, dann ist das natürlich A, ein Beitrag auch zur Sicherheit in diesen Einrichtungen, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Beitrag oder ein Incentive für die Menschen, sich testen zu lassen. Und genau so soll es auch verstanden wissen. Und erfreulich ist jetzt eines, dass die Länder sehr, sehr intensiv und proaktiv ihr Teststraßenangebot ausbauen. Aber natürlich gibt es Lücken, vor allem im ländlichen Bereich oder auch selbst im städtischen sind die Wege natürlich nicht so kurz. Und darum sind wir sehr, sehr froh, dass viele, inzwischen über 900 Betriebe in Österreich und inzwischen auch über 800 Apotheken in Österreich, dem Aufruf der Industriellen Vereinigung und auch uns in der Wirtschaftskammer gefolgt sind und jetzt Testeinrichtungen anbieten, die das öffentliche Testnetz ergänzen. Bietet das natürlich Sicherheit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben, ein ganz wichtiger Beitrag auch. Darum danke auch noch einmal an die Geschäftsleitung, an den Aufsichtsrat hier bei der Otterkringer. Das ist ein tolles Angebot für eure Mitarbeiter, weil sie sich einfach sicherer fühlen können. Es ist aber auch ein wertvoller und wichtiger Beitrag zur Gesundheit in Österreich und zur gesunden Erhaltung der Bevölkerung in Österreich und vor allem auch ein Beitrag, das Infektionsgeschehen so im Griff haben zu können, dass auch lang ersehnte und vermisste Aktivitäten wieder möglich sind.